Das ist gemein. Spiel, du bist gemein. Du ziehst das jetzt Play in die Länge. Ich schon wieder Wasser. Ich bin doch eine Katze, ich habe Angst vor Wasser. So. Meine Fresse. Es nimmt kein Ende. Oberflächlich ist auch nicht gerade wenig. Aber es hat sich gelohnt, wie wir sehen. Was wir schon wieder alles an Klunkerlis haben, ne? Wir können uns schon fast Amanda von Klunker nennen. Wer jetzt weiß, was ich damit meine. Respekt. Das ist ein Kind der 90er. Falscher Knopf. Ich wollte eigentlich schnell. So, hier ist nicht so viel. Steinchen. Mal hier, Steinchen. Ja, Mann. Dieses Geräusch ist genauso nervig wie bei Pokémon Vorgeneration 6, also 1 bis 5. Wenn man in den roten Bereich geklopft wird, hat man immer dieses und es hört nicht auf, es hört einfach nicht auf. Mit Gen 6 hat es aufgehört, da hat es 3-4 Mal macht es dann und dann ist Ruhe. So empfinde ich dieses. Deine Gravitation ist gleich aufgebraucht. Oh, es ist nervig, dieses Geräusch. Ich entwickle eine tiefe Abneigung gegen diesen Soundeffekt. Ich muss den unbedingt loopen und als Stundenversion raushauen. Oh, Freude. Damit ich mir selbst ein Dislike geben kann. So. Aha. Maximale Verachtung. Ja, hier haben wir noch ein bisschen. Auf den Dächern geht es so ganz schnell vorbei. Da sehe ich auch noch was. Was? Okay. Okay. Mann. Ah, Steuerung. Ich meine, die Steuerung ist nicht schlecht, aber sie könnte besser sein. Nein. Wollte sagen, habe ich mich jetzt ins Haus geglitscht, aber okay. Es sah jetzt nämlich so aus. Ich habe schon. Wollte schon sagen, nein, bitte nicht. Aber okay. Das wäre es noch. Weggeglitscht und hier alles neu einsammeln. Nein! Bitte nicht, hör auf zu sammeln. Bitte spiel weiter. Ja, mach ich doch. Da ist nichts. Hässliche Flagge. Alter Kuda. Ein alter Kuda von der Mutter. Geräusch. Ich hasse dieses Geräusch. Da, sie fällt einfach nicht mehr aufs Maul. Sie hat viel dazu gelernt. Boah. Ich glaube, wir haben alles. Ich glaube, wir haben endlich alles. Möchte nicht wissen, wie lange habe ich jetzt wieder? 20 Minuten oder so? Boah, es tut mir leid. Tut mir so leid. Ich hoffe, ich denke dran, das irgendwie vorzuspulen. Und weil ich es einfach nur doppelt so schnell mache und mein Gelaber einfach zurechtschneide, damit mein Gelaber trotzdem mit drin ist, das würde ja auch hinhauen. Irgendwo, irgendwie, ich weiß es nicht, vielleicht auch nicht, dummes Vieh. Aber ich glaube, ich habe jetzt wirklich alles hier eingesammelt. Boah, fleißig, fleißig! Wir haben so viel gesammelt, dass ich das gleich wieder auf einen Schlag weghaben werde. Wollen wir wetten? Wollen wir wetten? Na, wollen wir wetten? Wollen wir wetten um 3,50? Okay. Wir wetten lieber nicht. Gut, dass ich keine Wetten annehme, von wegen. Hat er alles gesammelt? Nein, hat er nicht. Mann. Da war ich hier doch schon. Wieso habe ich die nicht gesehen? Weil ich auf der anderen Seite war, ne? Fuck. Ich meine, fuck. Geht's nach da oben. Hui. Haben wir jetzt hier wenigstens alles? Sieht gut aus. Okay. Mal kurz gucken, wir haben doch noch Gesprächsstoff. Mm.
Alles klar, dann gehen wir hin. Die Hauptstory? Nein, erst einmal nicht. Wir quatschen noch schnell zwei Ründchen und dann werden wir, glaube ich, vor der Hauptstory einen kurzen Schnitt setzen. Ich habe leider nicht so viel Zeit heute zum Aufnehmen. Was ich echt schade finde, weil ich würde mich jetzt gerne hier richtig durchsuchen. Ah. Fis Bedenken. Mhm. Zuerst müssen wir uns eine Anlegegenehmigung von der Hafenbehörde holen. Ah, okay. Handelsschiffe benötigen selbst für ihren Heimathafen eine offizielle Genehmigung. Ist ja voll bescheuert. Mein Bruder wollte sich um die Frachtprüfung kümmern, während ich die Genehmigung hole. Ich hoffe... Blablabla. Ich hoffe nur, es war nicht verkehrt, ihm das zu überlassen. Woro ist erwachsen. Eine kleine Bestandserfassung bekommt er bestimmt hin. Naja, aber er ist dumm. Darf man nicht vergessen, die Dummheit eines Menschen darf man niemals unterschätzen. Sie ist nahezu grenzenlos. Man muss sich nur mal manchmal die YouTube-Kommentare angucken. Da weiß man, was ich meine. Aha. Jetzt nicht unbedingt bei mir. Nein, schon wieder was zu sammeln. Bei mir sind nur intelligente Menschen in den Kommentaren. Behaupte ich jetzt einfach mal. Außer so ein paar vereinzelte Spacken, die meinen, ich würde bei Pokémon, die meinen, ich bei irgendwas, ich glaube bei SAO, hat einer gemeint, guckst du dir auch mal deine eigenen Videos an oder warum laberst du so eine Scheiße, wo ich mir denke, wo laber ich Scheiße? Ich meine, ich laber viel Scheiße, aber wo laber ich denn allgemein wirklich totale Scheiße, wie, ohne Zusammenhang, die nicht mal ernst gemeint ist, also aus Spaß Scheiße labern, sondern wirklich ernst gemeinte Scheiße. Ich meine, ohne Beweise, ohne zu sagen, hier, Minute da und da, da hast du Scheiße gelabert, nur einfach überhaupt, du laberst Scheiße. Sehr intelligent und seit dahin nie wieder was von dem Typen gehört. Total bescheuert, ey. Habe ich einen Screenshot von gemacht. Ich habe mir überlegt, so die ganzen Hater-Kommentare, mal so ein kleines, so ein Spaßvideo machen. Hater-Kommentare zeigen und darauf reagieren. Also da zu so ein paar nette Worte sagen. Ich habe den Kommentar kommentiert. Diesen oder was scheiße Kommentar. Ich habe mit meinem Kommentar habe ich einen Screenshot gemacht. Ich fand das sehr schön. Und ja, allein die Grammatik, die fehlende Groß- und Kleinschreibung von dem Typen, die hat schon Bände gesprochen. Da wusste man sofort, okay, das ist auf jeden Fall Sonderschule. Kann man ja nur sagen. War ich irgendwann mal fertig? Ich habe schon viele solche dämlichen Kommentare oder immer diese Spammer. Yes, hop for sub und so weiter. Habe ich auch einen Screenshot. Boah, ich habe da, glaube ich, über ein Dutzend Kommentare. Da kann ich ein schönes, lustiges Video mitmachen. Muss ich mal machen. Mal so in den Raum geworfen. Wer würde das Interesse wecken, mal so ein... Ja, so ein... Donny kommentiert Video oder irgendwie sowas. Ich weiß, total originell. Gibt's schon 5000 Mal auf mein Video. Aber wäre das wäre da Interesse dran? Mal so ein bisschen über die Doofheit anderer lachen. Fände ich lustig. Ich mag sowas irgendwie immer. So Hashtag Kuchenarmy und so weiter. Könnte ich ja mal machen. Ne? Könnte ich machen. Genug Stuff habe ich inzwischen. Ja. Thema Doofheit der Menschheit. Grenzenlos. Es gibt genug Stuff für jeden. So, haben wir jetzt alles? Nein, haben wir natürlich nicht. Warum frage ich überhaupt? Ich sollte erst fragen, wenn ich wirklich jeden Zentimeter 5000 Mal abgesucht habe. Huch. Hier unten haben wir jetzt schon mal alles. Das ist sehr gut. Alter. Manchmal, ne? Möchte ich mich korrigieren, dass die Steuerung nicht gut ist. Aber sie ist eigentlich schon echt gut gemacht, die Steuerung. Keine Steuerung ist perfekt. Wirklich keine. Es gibt kein Spiel, wo ich sagen kann, hier ist die Steuerung auf jeden Fall grandios geregelt. Grandios, sprach der Fettklos. So. Hey, du. Ach, der Dieb? Du bist doch der Dieb, der das Material gestohlen hat. Was machst du hier? Wir haben uns lange unterhalten. Er will ein neues Leben anfangen. Da habe ich ihm einen Job gegeben. Tut mir leid, wegen der Probleme, die du meinetwegen hattest. Ich habe mein Leben von Grund auf geändert. Deswegen sehe ich immer noch aus wie so ein Ganove. Wow, das freut mich zu hören. Ah, okay. Nice.
rehabilitiert. Und ich war damit keine Schuhcreme oder so, sondern er hat sich geläutert. Er wurde geläutert von uns. Wir haben ihn nämlich verprügelt. Okay, sie kann immer noch aufs Maul fallen und im Kopf in eine Wand versinken. Sehr nice. Sehr nice. Wo muss ich jetzt eigentlich? War das die Insel? Es war die Insel, okay. Ich hab's kurz vergessen. Nein! Nein! Geister meiner Menschheit, meiner Seele! Oh, wieso tust du mir das an, Spiel? Was habe ich dir nur getan? War doch immer so gut zu dir. Ich vergöttere dich, Spiel, und so dankst du es mir. Was hat, dass ich schon mal drauf war? Hier ist nämlich nichts. Ja, gut möglich, ne? So, das gucken wir noch an. Und dann skillen wir uns gleich einmal, damit wir die ganzen tollen 1000 Steinchen sofort wieder ausgegeben haben. Ja, natürlich ist ja noch was. Besser jetzt einmal abgrasen, klappern und so weiter, bevor wir es hinterher nochmal alles absuchen müssen. Oh, das ist die Hölle. Das ist die Hölle. Blom. Hallo? Natürlich! Oh, klappt super! Ich will da rein, verdammte Scheiße! Spiel mobbt mich ein bisschen. Okay, unten ist nichts. Machen es mal wie die normalen Menschen und laufen. In einem total normalen Kostüm. Ich laufe gerne als Katzendomina herum. Ja, lasst mich. Okay, das war's schon. Hui, ich springe in den Tod! Okay, jetzt aber, komm. Oh. Es nimmt kein Ende. Sammellust. Scheißteil. Okay. Falscher Knopf. Und raus und rein und Power Up. Was möchte ich denn upgraden? Ausweichen muss nicht sein. Das ist sehr teuer. Stasi-Feld. Das haben wir schon. Ah, das haben wir noch nicht. Das haben wir schon. Nicht genug. Ah, wir können direkt da durchstarten und brauchen nicht alles einzeln machen. War das jetzt richtig? Ich glaube, ne? Okay, wenn ich das nächste Mal 16.400 habe, dann kann ich sofort komplett auffüllen. Egal, auf jeden Fall mit einem Schlag ist alles weg. Sehr geil. Dann würde ich mal sagen, machen wir jetzt erstmal Feierabend für heute. Da ist wieder das Arschloch. Und wir sehen uns in der nächsten Aufnahme wieder, wenn die Katzenlady es ordentlich hier knallen lässt. Ne? In dem Sinne, Arrivederci, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, ja, schreibt mir in die Kommentare, ne? Ich hoffe, habt ihr bestimmt schon du, vor allem du, in die Comments geschrieben, ob ich vorspulen soll, rausschneiden oder sonst was. Würde mich interessieren, damit ich hinterher sowieso mache, was ich will. Also, bis zur nächsten Aufnahme. Tüdelü, man sieht sich. Wie wir das nochmal? Bis zum nächsten Mal. Ich wollte gerade sagen, wie schön, dass die Musik läuft, aber noch nichts zu sehen ist. Und damit, buongiorno, meine kleinen Macaronis, zu einer neuen Aufnahme.
Okay. Fotoüberprüfung. Was zum Teufel? Das hat mich jetzt gewundert. Wir sind übrigens Catwoman. Sie mag ihr Geschenk erhalten. Auf dem Kopf stehender Mann. Okay. Erstmal Foto überprüfen. Bewerte das Foto. Bewerte Fotos für das die Marken. Toll. Okay. Machen wir mal toll. Inhalt melden. Nein, hier. Wir sind mal voll nett. Das die Marken. 15 das die Marken. Okay, wir haben 15 Spaß die Marken. Ach du Heiliger. 13. Neuigkeiten. Das ist die Marke Fotoobjekt. Auf dem Kopf stehender Mann, okay. Auf dem Kopf stehender Mann, deine Belohnung für 10 gesammelte Dusty-Marken. Drücke, um in den Fotomodus zu gelangen und es zu verwenden. Okay. Dann haben wir Share-Fotos. Mhm. Ja, Englisch lese ich nicht vor. Englisch ist nicht mein Take-Rei, bla bla bla. Mhm, jo. Ganz toll. Mhm, jo, ganz toll. Mhm, jo, ganz toll. Das sind Tokens. Ja, natürlich. Mhm, jo, ganz toll. Im Vorfeld schon mal. Jo, alles klar. Gut, haben wir das. Schatzjagden. Okay. Jetzt keinen Bock drauf. Abbaustätten. Okay. Eine seltsame Störung des Gravitationsfelds könnte die Anwesenheit eines riesigen Nevis bedeuten. Nice. Okay. Dann haben wir hier auch dasselbe. Dafür gibt es ja nochmal extra was. Ja, ist jetzt die Frage, wo wir es hier finden sollen. Okay. Und mal hier gucken. Position, na, natürlich. Ich würde mal sagen, wir gehen einfach mal hier hin. Wir gucken uns das mal an, ne? Wir gucken uns das mal an, bevor wir weitermachen mit der Story. Ah, okay, wir müssen dafür extra dahin. Ich dachte, wir können sofort dahin. Aber es soll nicht sein. So, mein Freund. Seltsame Gravitationsphänomene. Ich wollte zu nullen, war das, ne? Okay, da wollen wir mal. Catwoman ist startklar. Überspringen. Haben wir schon mal gesehen, müssen wir nicht nochmal sehen. Jetzt bin ich mal gespannt. Ein riesiges Nevi. Es gibt ein Achievement für, ich glaube, 5 riesige Nevis schlachten. Ich habe keine Ahnung. Es gibt in jeder Abbaustätte 1. Bin sehr, sehr gespannt. Wirklich sehr, sehr gespannt. Danke dir! Wir mit unserem schicken, freizügigen Outfit überspringen. Yay! Auf geht's! Ich bin gespannt, was für ein fettes Ding uns da erwartet. Ah. Sind wir sofort da hinten? Interessant. Aha, es ist wirklich auf der letzten Insel. Die Insel war schon so verdächtig. Und jetzt müssen wir tatsächlich dahin. Finde ich super. Nein. Wollte ich nicht. Raus. Ach ja. Ich muss ja denselben Knopf nochmal drücken. Und wir können auch in die Ego-Perspektive gehen. Das ist echt toll. Dann wollen wir mal. Es hat schon irgendwie was, das so zu machen. Dass sie immer so seitlich fliegen kann. Yeah, ich fliege seitlich. Aber kurz. Regenerieren. Das werden wir als Catwoman erledigen. Das gesehen. Ich finde es gut, dass die Viecher sofort markiert sind. Nicht, dass wir die noch suchen müssen. Das wäre, boah, das wäre voll ätzend. Das war ja schon beim Vorgänger ein bisschen nervig, wo man immer gucken musste, ja, wo könnte das riesige Moppelchen sein? Ja, wo könnte es denn nur sein? Alter, wie sie sich dreht. Alter, boah, ich würde kotzen.
So.